Gotteslob und Menschenwerk. Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart einer Pfarrgemeinde lautet der Titel eines Buches vom Buxheimer Pfarrer Johannes Treumann und von Professor Dr. Jürgen Bersch von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Anlass der Veröffentlichung ist das 100-jährige Weihjubiläum der Buxheimer Pfarrkirche St. Michael. Am 24. September 1912 wurde unsere Kirche St. Michael in Buxheim geweiht. Mit der Weihe der Kirche, mit diesem 100-jährigen Jubiläum, das wir in diesem Jahr feiern dürfen, ist es für uns ein Anlass, dass wir nicht nur nach vorne schauen, sondern auch ein Stück zurückschauen. Für Pfarrer Treumann und Professor Bersch Grund genug, in der Geschichte der sehr viel älteren Kirchengemeinde zu stöbern. 7 weitere Fachleute haben mitgewirkt. Herausgekommen ist ein stattlicher Band, der jetzt vorgestellt wurde. Gotteslob und Menschenwerk berichtet vom Glauben der Buxheimer durch die Zeiten hindurch. Die Menschen, die sich versammeln in der Kirche St. Michael, die Kirche aufgebaut haben und in dem Aufbau der Kirche ein Stück spüren dürften, wir bauen es zum Lobe Gottes. Aber auch die Versammlung der Kirche, der Gemeinschaft der Gläubigen, sie führt immer wieder hin zum Lob Gottes. Die Kirche lebt davon, dass sie zurückschaut, die Kirche lebt davon, dass sie nach vorne lebt. Auf über 200 Seiten präsentieren die Autorinnen und Autoren spannende und gut lesbare Beiträge zur Verehrung des Pfarrpatrons, des Erzengels Michael, sowie zur Geschichte und Ausstattung der heutigen Kirche und ihres Friedhofs. Vom Leben und Wirken der Pfarrer ist zu lesen, am Beispiel der Buxheimer Pfarrei wird die Geschichte des Gottesdienstes vom Mittelalter bis zur Gegenwart erzählt. Bildstöcke und Kapellen der Buxheimer Flur sind in Wort und Bild dokumentiert. Und schließlich ist auch das Wirken der Abenberger Ordensschwestern nicht vergessen. Das Buch bietet sicherlich verschiedene Facetten aus der Pfarrgeschichte der Pfarrei St. Michael in Buxheim, zum Kirchenbau, zur Ausstattung der Kirche, aber eben auch eine ganze Reihe von Beiträgen zur Pfarrgeschichte, zur Kulturgeschichte, zur Kirchengeschichte und insofern sicherlich auch interessant für Leser, die nicht aus Buxheim stammen. Das reich bebilderte Buch ist darum auch lesenswert für Interessierte, die über die Kirchengeschichte unserer Region mehr wissen wollen. Zum Preis von 17,80 Euro kann es im Büro der Pfarrei Buxheim, in einigen Geschäften des Ortes und in der Buchhandlung der Paulusschwester in Ingolstadt erworben werden. Der Verkaufserlös des Buches wird übrigens dem Projekt Renovierung der Kirche von Nogobosa in Südafrika zugeführt. Wir wollen aus dem Erlös des Buches und aus Aktionen, die wir in diesem Jahr des Jubiläums gemacht haben, eben in Südafrika eine Kirche aufbauen. Mit dem Finanziellen, das wir als Unterstützung geben können, dürfen wir zum Geschenk werden, auch für andere. Denn ich denke, darum lebt auch unsere Kirche im Geschenk, das wir weitergeben.